Nein, machen wir nicht. Okay, ich bin wieder zu hektisch, fällt mir auf. Das ist etwas blöd, aber. Hä? Hatten wir nicht. Ach so, okay, weil wir dann noch das 10 drin hatten. Dann machen wir gerade mal den Kupfer dazu noch und dann können wir hier uns ein bisschen raffiniertes Eisen machen. So. Ein Electric Circuit brauchen wir und jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Holz. Sollte eigentlich unser Problem. Wir haben kaum noch Holz, fällt mir auf. Müssen wir bald mal wieder Holz fällen gehen. So, 20 dürften eigentlich reichen. Wir brauchen 4 von den Dingern. Oh, geht sogar auf. Okay, 4 von denen. Ein Electric Circuit. Wir haben noch einen Extra. Wie wird der gebaut? Extractor. Ich kann es mir einfach nicht merken. Okay. Dann oben noch ein Maschinenblock. Das heißt, wir brauchen genau noch ein Refined Iron. So. Jetzt machen wir hin. Okay, und schon können wir eigentlich unseren Extractor bauen. Maschinenblock und ein Electric Circuit drunter. An den Seiten die Tree Taps. Ne, doch, Tree Tap. Okay, und wir haben unseren Extractor. Und den setzen wir jetzt hier nebenhin. Und verbinden das Ganze noch mit einem Kupferkabel. Und jetzt bekommt der auch noch Saft. Sehr schön, dann können wir nämlich hier jetzt gleich den Sticky Resin reinmachen. Haben wir hier noch was? Genau, hier ist auch noch was drin. Und dann sehen wir gleich, machen wir aus einem Sticky Resin 3 Rubber. Das ist sehr praktisch. Ein gutes Verhältnis für ein bisschen Energie, was wir investieren müssen. Und es bringt einfach viel mehr. Also die Kosten, ich glaube, das brauchen wir später sogar noch für was anderes. Ich weiß es gar nicht, aber. So ist es schon mal ganz cool und das baue ich hier wieder ab. Das ist mir ehrlich gesagt zu eng. Sieht jetzt hier nicht so wunderschön aus mit den Kabeln da hinten, aber da ich noch keinen Wrench hatte und sonst können wir das halt hier so drehen, aber da wir das noch nicht hatten, was wir aber jetzt gleich mal bauen werden, denn so macht ihr euch Bronze. Also 1, 2, 3, 3 Kupfer, Staub und einen Zinnstaub gibt 2 Bronzestaub. Und diesen Bronzestaub können wir jetzt hier brennen. Der hier ist auch soweit. Der hat kaum noch Power drin. Dann packen wir hier noch ein bisschen Kohle rein. Und dann würde ich sagen, gehen wir das erste Mal an unseren neuen. An die andere Mode, nämlich an Computercraft, habe ich jetzt irgendwie ein bisschen Lust drauf. Machen wir gerade mal, schauen mal, was wir brauchen. Wir brauchen einmal eine Turtle. Turtle, ganz normal gebaut. Auf Do zu Deutsch sehr wahrscheinlich. Turtle zu Deutsch ist, glaube ich, eine Schildkröte. Kann das sein? Egal. Jedenfalls brauchen wir Eisen, einen Computer und eine Kiste. Wie machen wir einen Computer? Mit Cleanstone, Redstone und Glas. Glas haben wir, Redstone haben wir. Eisen sollten wir eigentlich auch noch haben. Haben wir jetzt alles raffineriert. Wir brauchen irgendwo noch Stein. Haben wir noch Stein? Wir haben überhaupt keinen Stein mehr. Das ist ziemlich blöd. Haben wir überhaupt noch eine Spitzhacke? Ja. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal in irgendeine kleine Höhle. Nehmen erstmal hier hinten das Getreide noch mit. So und so und das nehmen wir auch mal mit. Ich weiß gar nicht, mit was man es am besten abbaut. Na, Pickaxe. So. Oh. Nein. Tree Tap. Ne, ich glaube, das ist im Endeffekt alles das gleiche. So. Gehen wir einfach mal hier irgendwo in eine Mine rein. Hui, da geht's runter. Ach stimmt, das habe ich jetzt schon wieder vergessen gehabt, ehrlich gesagt. Und dann, wenn wir den Mining Turtle haben, dann müssten wir eigentlich genügend Möglichkeiten haben, um uns da neue Sachen und Ressourcen zu holen. Denn dann werden wir, ach, hier ist sogar noch ein bisschen Zinn, sehr schön. Denn damit können wir automatisches Mining betreiben. Da werde ich jetzt nie kein großes Programm für schreiben. Da gibt es nämlich schon fertige Programme, nämlich den Excavate. Heißt das, glaube ich. Excavate. Ja, egal. Jedenfalls kann man da praktisch einstellen, in welchem Radius beziehungsweise in welchem Quadrat Länge der
die Mining Turtle praktisch was abbauen soll. Und der macht es praktisch. Ah, also sind die Turtle. Ist ja wahrscheinlich die Schildkröte, die Turtle, okay. Und jedenfalls, ihr wisst, was ich meine. Baut sich dann praktisch runter bis zu Bedrock runter. Und sammelt praktisch alle Sachen, die ihr auf dieser Reise findet. Sagen wir jetzt mal ein. Das können wir natürlich dann mit noch mit Pipes und sowas verbinden, aber das machen wir jetzt erstmal später. Hier laden wir das gerade mal ab. Wir brauchen etwas Stein. Das war ja unser Ziel. Das machen wir jetzt auch erstmal. Haben wir hier noch ein bisschen Kohle drin? Ja, hier ist noch Kohle drin. Dann packen wir hier, Moment, da war es drin. Da ein bisschen Stein rein. Wir haben hier 27 Rubber, das ist sehr cool. Wir haben hier Bronze und dann brauchen wir sowieso noch Eisen. Das heißt, ich würde sagen, wir braten da jetzt mal ein bisschen Eisen rein und machen daraus dann unseren schönen Dust im Macerator und dann können wir eigentlich noch den Kupfer. Ne, machen wir erstmal den Goldstaub. Vielleicht brauchen wir später noch ein bisschen mehr Bronze. Machen wir erstmal den Goldstaub zu Gold. So, derweil ist das hier fertig. Wir könnten eigentlich rausgehen und jetzt ein bisschen Holz farmen, denn das brauchen wir jetzt eigentlich auch bald mal wieder. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir hier genügend bekommen. Sonst müssen wir uns halt nochmal eine neue Axt machen. Aber das ist auch nicht so das Problem. Ich denke, ich werde jetzt aber die ganzen Tools aus Eisen sehr wahrscheinlich machen, weil die einfach mehr bringen, als es immer so langsam mit Steintools zu machen. So, das da drüben müsste eigentlich noch gehen. Zack. Und bei dem fehlt dann selbstverständlich oben die Hälfte. Nee, er hat sogar überlebt. Das ist sehr cool. Und jetzt würde ich sagen, bauen wir das jetzt einfach mal so ein bisschen praktischer auf. Das heißt, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. Hier praktisch einfach so ein bisschen schon industrieller denken und den ganzen Kram etwas geordneter aufbauen. Werden wir dann später alles nochmal automatisieren, aber momentan fehlen uns dazu noch etwas die Ressourcen. Deswegen machen wir das jetzt alles noch per Hand. Später machen wir es sehr wahrscheinlich nicht mehr. Je nachdem, ob sich das überhaupt lohnt. Müssen wir mal schauen. Okay, das dürfte eigentlich erstmal reichen. Wir gehen jetzt erstmal schnell schlafen. Und die Schafe da hinten haben immer noch kein Fell, beziehungsweise keine Wolle. Was ich etwas komisch finde, aber es liegt vielleicht daran, dass ich längere Zeit nicht mehr so gespielt habe. Das da hinten sind anscheinend die, genau, das sind die Rubber Trees. Okay. Dann müssen wir mal schauen, wie weit ist denn hier das Eisen? Das ist fertig, das Gold ist auch fertig. Dann schmilzen wir das hier noch schnell. Schauen mal, sind die, haben die schon wieder was bekommen? Ich glaube nicht. Aber wir können hier hinten mal wieder das Getreide abernten. Und ich glaube, umso weniger das steht, umso schneller müsste es eigentlich auch wachsen, weil es mehr Wasser bekommt, oder? Also ich weiß es nicht, aber es wäre logisch. So, das bauen wir ab. Das. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, das Ganze ein bisschen mehr aus Stein noch zu bauen und mehr Glas zu verwenden. Aber das werden wir selbstverständlich erst im späteren Verlauf dann mal machen. Jetzt erstmal praktisch so ein bisschen Turtle-mäßig was machen. So, wir brauchen Stein, haben wir. Wir brauchen Glas, haben wir. Wir haben gleich einen Computer. Glasscheibe, Moment, Redstone. Perfekt. Computer. Der fehlt irgendwie bei mir ein bisschen. Hier fehlt die eine Seite, aber das ist mir jetzt relativ egal. Haben wir hier noch ein welches Holz drin? Nein. So, dann nehmen wir eben das und bauen uns hier jetzt mal eine kleine Kiste. Und wir haben noch nicht genügend Eisen, fällt mir auf. Dann müssen wir wohl hier noch gerade etwas herholen. Hier meine kleine Kiste, ein Computer und dann müssten wir hier gleich ein Turtle haben. Das ist sehr cool. Und wir werden auch gleich unseren Diamanten dazu benutzen, um uns einen Mining Turtle zu bauen.
Denn das Problem daran ist, dass eben diese Diapickaxe nicht benutzt sein darf. Das heißt, wenn wir einen Schlag damit machen, dann können wir sie nicht mehr verwenden. Deswegen nehmen wir das gleich am besten. Und wir haben hier wunderbar eine Mining Turtle gebaut. Mir fällt jetzt gerade auf, dass ich jetzt einfach mal eine kleine Kiste jetzt mal draußen bauen werde, denn die brauchen wir noch. Und haben wir noch genügend Kohle eigentlich? Sonst müssten wir. Ne, haben wir noch genügend, okay. Sonst müssten wir uns ein bisschen Holzkohle machen. Und jetzt überlegen wir mal, wo wir dieses Mining-Gebiet hinmachen. Eigentlich könnten wir das hier neben hinpacken, oder? So. Müssten wir mal schauen. Ich glaube, ich würde das relativ groß machen, ehrlich gesagt. Damit wir da auch eine größere Fläche abdecken können. Ich denke, wir werden hier zwischen jetzt sehr wahrscheinlich noch eine Straße ziehen wollen. Die machen wir dann sehr wahrscheinlich 3 breit und mit Gravel. So, dann würde praktisch hier wieder eine. So, hier würde praktisch schon die Straße sein. Beziehungsweise mit Stein enden. Das markiere ich mir jetzt gerade mal. So, das haben wir hier noch weg. Das markiere ich mir jetzt gerade mal mit Stein. Da hatten wir hier, glaube ich, noch was. Genau. Und dann können wir gleich mal unsere Mining Turtle zum Einsatz bringen. Ich würde jetzt einfach sagen, dass wir hier noch ein bisschen Platz machen, so. So, praktisch da noch die Straße dann haben. Ist das dann Ganze dann praktisch so? Was ist das jetzt? Keine Ahnung, egal. Und dann müssten wir praktisch einfach mal schauen, dass wenn wir das hier so machen. Genau. Also wir bauen das jetzt einfach mal hier so rüber. Bis hier eben. Je nachdem, wie lange das eben braucht. Und dann muss hier irgendwo noch eine Kiste hin. Müssen wir mal schauen. Wenn wir praktisch das so wäre, könnten wir einfach hier so die Kiste hinpacken, oder? Dann würde praktisch dann hier noch. Nee, wir machen das noch anders. Wir machen das so. Dann geht praktisch dann hier die Straße lang. Dann müsste das hier noch weg. Genau. Dann können wir nämlich hier dann praktisch anfangen mit dem Ganzen. Das heißt, hier in die Ecke kommt dann unsere Kiste. Und unser Mining Turtle kommt hier hin. Dann schauen wir mal, wie lang das Ganze ist. Wir haben jetzt 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14. Würde ich sagen, machen wir vielleicht mal 20 das Ganze, oder? Passt das? Wie wären das, wenn wir das 20 machen würden? 20 mal 20. Wie weit geht es dahinter? 1, 2, 3,